Am Mittwoch trifft Paul Pogba mit Manchester United in der Champions League auf seinen alten Verein Juventus Turin. 21.00 Uhr im Live-Ticker. Ich habe damit gerechnet, das war verrückt. Ich habe im Sommer mit meinem Bruder darüber gesprochen und noch zu ihm gesagt, stell dir vor, wir werden mit Juve in eine Gruppe gelost, verriet er nun RMC Sport. Er liebe die Premier League live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Von 2012 bis 2016 spielte er für Juventus und schaffte dort den Durchbruch, ehe er zu Manchester United zurückkehrte. Nun gibt es erneut Rückkehrgerüchte, diesmal allerdings in die andere Richtung. Und Pogba heizte diese noch an. Für mich ist das klasse, Turin ist mein Zuhause, sagte er, dort habe ich mein erstes Tor als Profi erzielt. Pogba über Zeit bei Juventus waren eine Familie. Pogba betonte außerdem, dass er mit einigen Juve-Stars nach wie vor engen Kontakt pflege. Er nannte dabei Juan Cuadrado, Paulo Dybala und Leonardo Bonucci. Ich habe immer auf sie gehört und wir unterhalten uns viel. Wir waren eine Familie und natürlich haben wir den Kontakt gehalten. Der Weltmeister steht bei Manchester United noch bis 2021 unter Vertrag. Seit geraumer Zeit gilt das Verhältnis zwischen ihm und Red Devils Coach José Mourinho als belastet. Mehr zu Paul Pogba, Manchester United und Juventus.